Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkwood. Wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, im neuen Hideout mit unserem guten Freund hier wieder. Ich glaube, den kann ich hier erstmal reinpacken. Wir finden auf dem Weg beim allerersten Mal sowieso jede Menge Loot, dass wir sowieso nicht alles mitnehmen können. Ich habe das jetzt mal repariert. Ich muss ja dran denken, im Ausgleich dafür nochmal neu Holz und Nägel da reinzupacken. Wir schauen jetzt erstmal hier oben. Hier oben hatte ich nämlich noch ganz viel Holz gehabt. Ich denke, das wäre kein Fehler, das mitzunehmen. Wir müssen uns hier in dem neuen Gebiet ja jetzt erstmal umschauen. Erstmal alles lernen und... Da brauche ich die... Schon gut, schon gut. Wir sind ja direkt hier. Oh mein Gott, drumherum zu laufen wäre schneller gewesen. Nehme ich den Dietrich mal mit. Das sieht so aus, als ob hier ein Typ steht. Okay, die Sägemühle ist voll. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlau, dass ich jedes Mal die Kisten hier öffne. Vielleicht sollte ich lieber schauen, ob es irgendwas mit höheren Prioritäten gibt. Als jedes kleine bisschen immer zu öffnen. Altmetall ist zwar ganz nett, Bärenfalle auch, aber... Ne, ihr versteht mich. Piotreks Haus. Wer ist Piotrek? Nein, ernsthaft, wer ist Piotrek? Warum ist das... Warum steht das dort? Okay, da ist... Warte, das ist kein normaler Hund wie vorher, oder? Das ist ein Wolf, der hält viel mehr aus. Autsch. Merkwürdiges Fleisch. Toter riesiger Hund. Okay, die sind gefährlich. Holy shit. Ich sehe schon, ich sollte mich hier viel mehr auf meine Schaufel verlassen. Vorsichtig, giftige Pilze, vorsichtig. Was brennt denn? Oh, das sind Kisten. Das sind... Oh, was ist das hier? Lager des Wolfs. Ich rieche einen gestangenen Kilometer gegen den Windfleisch. Ich fasse es nicht. Ich kann meinen hübschen Äuglein kaum glauben. Du hast es geschafft. Ich muss zugeben, du bist ein ziemlich findiges Stück Fleisch. Der Wolf lächelt und zeigt dabei seine spitzen Zähne. Zeit für die Einzelheiten. Folge dem Pfad am südwestlichen Rand des stillen Waldes. Du reist ein Dorf, in dem eine alte Hexe wohnt, die nach Hühnern stinkt. Sprich mit mir. Vielleicht findest du etwas Interessantes heraus. Sprich mit ihr wahrscheinlich, oder? Wo? Wo steht das da? Südwestlich. Das ist links unten. Aber sei wachsam, Genosse. Lass dich von ihrem gütigen Gesicht nicht täuschen. Das eigennützige Miststück hat hinter der verschlossenen Tür in ihrem Haus etwas, was nicht ihr gehört. Etwas, was ich haben will. Bring mir den Schlüssel zu dieser Tür und ich sage dir, wo du findest, was du verloren hast. Das ist doch ein ehrliches Angebot, nicht wahr, Genosse? Ein Schlüssel gegen einen Schlüssel. Gut.
Dann leg los an die Arbeit. Sieht ganz so aus, als wollte dich sonst niemand einweihen. Hör zu, die Einwohner unseres reizenden Dörfchens haben sehr viele Geheimnisse. Schätze, die sie mit niemandem teilen wollen. Diese egoistischen, hinterlistigen Halunken. Sie glauben, sie wären was Besseres, weil sie Menschenschnauzen haben. Sie behandeln uns wie Aussätzige, aber weißt du was? Scheiß auf sie. Wir sind Kumpel, oder? Und die? Die haben es verdient, bestraft zu werden, Fleisch. Okay, der Wolf kommt näher. Hörst du das Quietschen? Das ist eines ihrer Geheimnisse. Der Wolf grinst, während er das ferne Geräusch genießt. Quietschen. Finde den Schweinestall, Fleisch. Sorg dafür, dass das Quietschen aufhört und der Schatz gehört uns. Okay, irgendein Schweinestall. Hast du denn irgendwas Neues mittlerweile für mich? Sich soweit nicht. Das nimmst du an, hat aber nur Wert 10. Wert 3, Wert 20. Shotgun-Munition könnte ich dir vielleicht geben, aber ich glaube, die... Shotgun ist wieder sowas Großes. Ich glaube, eine Shotgun möchte ich nur ungern abgeben. Falsche Kombination. Okay, immerhin weiß ich, sein Lager ist direkt bei meinem Hideout. Ist quasi links davon. Das lässt sich doch schnell finden. Hier ist noch mehr Holz. Also an Holz soll es uns nicht mangeln, auf jeden Fall. Ja, da ist der Wolf. Ich gehe jetzt gerade mal hier alles nachschauen. Also... Wieso bewegt er sich? Warte mal kurz. Ich habe doch mal gelesen, dass ich mit Steinen werfen kann. Dass ein Gegner ist, der aufsteht. What the fuck? Okay, der ist geplatzt. Auch nicht schlecht. Wieder abgeschlossen, wieder ein Dietrich. So viele Dietriche braucht man hier. Da ist auch noch Holz. Das liegt so versteckt, das werde ich doch nicht nochmal wiederfinden. Dann nehme ich das jetzt direkt mit. Da ist noch so einer. Okay, die am Boden liegen und so zucken, die explodieren dann scheinbar. Da ist ja noch so einer. Das ist ein komischer Elch. Ich traue den irgendwie nicht. Schweinestall. Davon hat er doch gesprochen, oder? Schweineköpfe untersuchen. So wie diese abgetrennten Köpfe aussehen und riechen, sieht es so aus, als wären sie schon eine ganze Weile hier. Ich muss den Strom anschalten, um den Hebel benutzen zu können. Will ich das denn? Ich will mich nur ein bisschen kurz umsehen. Ja, okay, ich bin dann sofort wieder weg.
Okay. Okay, da macht er nicht mit. Toter Dorfbewohner. Wir haben jetzt unseren ersten Menschen getötet, richtig? Ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl hier in der Gegend. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Hier ist auch alles verbarrikadiert. Warum ist der Schweinestall so verbarrikadiert? Komme ich dann nicht irgendwo rein? Ich muss mal außen rumschauen. So ist, als ob hier alles zu ist. Da drinnen auch. Das war ja so klar. Fuck. Oh, das war dumm von mir. Das war richtig dumm von mir. Scheiße. Ich habe den Pilz verloren. Fuck. Ich habe einiges verloren, was ich im Inventar hatte. So wie das aussieht. Meine Uhr habe ich noch, meine Bandagen habe ich nicht mehr. Scheiße. Liegen die da unten dann noch? Bei meiner Leiche? Oder sind die weg? Verlorene Gegenstände. Ja, okay. Ach, das war einfach nur blöd von mir. Aber dass ich auch die... nicht benutzt habe. Oh, das ist ja schon Schweinestall. Hier unten drunter war das irgendwo. Was, da denkt man sich, alles gut, alles gut. Kriege ich schon hin. Muss ich mich ja nicht extra heilen. Ja, am Arsch. Auf jeden Fall von der Seite gekommen. Ich gehe viel zu leichtfertig damit um. Mit allem. Hier kommt man noch rein. Das Blut sieht für mich aus wie ein, naja, wie ein heruntergekommener Schweinestall halt. Also Blut und so etwas gehört normalerweise nicht in einem gewöhnlichen Schweinestall, aber, ne. Bis jetzt noch nichts sonderlich Seltsames. Ich hab's doch gesagt, er wollte es nicht anders. So geliebt. Sie hat ihn gefressen, was? Ist er verfickt nochmal. Zieh dich oder wir brechen dir die Beine. Alter, das hört sich doch nicht normal an, oder?
Autsch. Ich weiß, das ist, glaube ich, nicht die nette Art, die Dorfbewohner hier anzugreifen, aber ich traue der Sache hier irgendwie nicht. Irgendwas ist hier ganz falsch. Die Schweine scheinen mir nichts zu tun. Mich erinnert das alles an diese Lovecraft-Geschichte mit dem mit den Kannibalen und dem Schweinehirten und allem möglichen. Da steht einer. Jetzt ist nur die Frage. Ist das so schlau, hier weiterzugehen? Komm ja nicht näher. Sorry. Okay, wisst ihr was? Es ist schon 17 Uhr. Das gucken wir uns morgen weiter an. Schon 17 Uhr und ich muss noch ein paar Sachen vorbereiten. Unser Hideout ist einfach nur links davon, richtig? Okay, rein da. Fleisch kann ich dann verkaufen am nächsten Morgen. Ich habe ein neues Nägel mit Brettern, falls das eine kaputt geht. Brot, Rückspiegel ist, gehört scheinbar auch zu den Sachen. Waffe zum Verkauf, reparieren. Schaufel. Barrikadieren muss ich so jetzt erstmal nichts mehr. Wir haben wieder... Oh. Moment, giftiges Blut. Mein Blut schadet meinen Feinden. Einmal am Tag kann ich für etwa eine Minute alles um mich herum sehen. Einmal am Tag kann ich für kurze Zeit rennen, ohne Energie zu verlieren. Meine Anfälligkeit gegen Gift wird höher. Meine Sicht wird kurz schlechter, wenn ich verletzt werde. Gift habe ich ja sowieso Probleme. Aber einmal am Tag kann ich alles um mich herum sehen. Klingt schon ziemlich geil. Und giftiges Blut, weil in letzter Zeit... Ich bekomme oft Schaden. Deswegen ist vielleicht, wenn ich Schaden bekomme, dass der Gegner an meinem Blut vergiftet wird, ist vielleicht gar nicht so dumm, oder? Eigentlich sind alle drei gut. Hier konnte ich nur zwei auswählen, oder? Ich kann hier... Ne, hier kann ich nichts mehr auswählen. Ich muss jetzt hiervon. Vielleicht kann ich hiervon nur eins auswählen. Das wäre dann natürlich kacke. Aber alle drei kann ich... Scheinbar nicht.
alles sehen. Rennen. Ist aber nur für kurze Zeit. Vielleicht zum Fliehen. Aber... ich nehme mein Blut, schadet den Feinden. Ja, okay, ich muss eine negative Eigenschaft wählen. Dann nehme ich das Gift. Schwach gegen Gift. Da muss ich einfach nur besser aufpassen auf Giftpilze. Es speichert. Oh nein, kommt schon wieder. Oh nein. Oh, what the fuck? Okay, ich bin immerhin nicht in diesem Tunnel wie vorher. So, ich Moment, und geht noch Licht an. Hier oben scheine ich falsch zu sein. Ich könnte einen Dietrich benutzen. Drei Roben hängen an der Garderobe. Eine blaue, eine grüne und eine rote. Eine schreckliche Rostlaube. Ist das mein Heim? Familienfoto. Was für eine reizende Familie. Aha. Piotrek. Peter. Okay, was? Warte mal kurz, Piotrek? What the fuck ist das? Carolina? Marcin. Gregor? Scheiße, ist das ein polnischer Name? Mit den vielen Zs da drinne? Ich glaube, das wird meistens auch stumm gesprochen. Ich weiß es aber nicht. Im Allgemeinen bin ich kein Freund solcher Maßnahmen während einer künstlerischen Tätigkeit, aber eine kleine Flasche Wein, um die Kreativität anzuregen, wird uns sicher nicht schaden. Aber eine große kleine Flasche Wein. Sind das die Entwickler? Diese Zeichnungen sind schrecklich, genau wie meine. Soll das hier das Entwicklerstudio sein? Ist das irgendwie ein Easter Egg? Das Gekritzel eines Verrückten. Inzwischen aus verschiedenfarbigen Holzblöcken. Ein schwarzer, matter Spiegel hängt darüber. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Da gut, thank you. Okay, ganz viele Namen. Da habe ich alles Herz untersuchen. Soll ein fingierter Herz sein. Schwarze Oberfläche mit aufgemalten Kreisen. Was für ein sonderbarer Traum. Okay, das war scheinbar ein Easter Egg für die Entwickler. Das hat mich jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht, was ich eigentlich machen wollte. Ich kann den Wolf dann nochmal besuchen, dann kann ich da Sachen verkaufen. Muss mal gucken, ob ich meinem Kumpel noch irgendwas verkaufen kann. Ich möchte eigentlich alles behalten, was ich hier jetzt so habe.
Ich glaube, das kann ich alles irgendwie brauchen. Oh, jetzt wird's aber. Jetzt wird's aber dunkel. Verrammelt. Verrammelt. Lampe, Lampe. Warten wir mal bis 19:20 Uhr, bevor wir den anmachen. Immer möglichst spät. Aber natürlich nicht zu spät, weil ich nochmal versuche, die Möbel vor die eine Tür zu schieben. Na komm, machen wir jetzt. Okay. Vielleicht probiere ich die jetzt mal aus. Es ist wieder Nacht. Der Spaß beginnt wieder von vorn. Fuck, Alter. Oh nein, ich hab... Ich hoffe, das reicht. Fuck, stimmt, das ist eine Tür. Einfach schon da. Fuck, ey. Ich hab nicht mehr genug Holz. Okay, das hört sich doch was Großem an. Ich muss mehr Holz hier reinpacken. Oh Gott, die Nächte werden immer stressiger. Das hat eine höhere Reichweite. Was ist das denn? Oh mein Gott! Was zur Hölle?
Was bitte ist da passiert? Was war das? Oh mein Gott. Alter, ernsthaft, was ist das gewesen für ein Ding? Okay, wisst ihr was? Es hat mich gelehrt, Nächte jetzt vorsichtiger zu behandeln. Okay. Okay. Molotow und Bärenfallen werde ich dann jetzt ab sofort in den Nächten auslegen. Aber die verbesserte, richtig? Nein. Die verbesserte behalte ich, die andere verkaufe ich dann, aber die muss ich dann wohl dem Wolf verkaufen. Auch wenn die Kapuzinne gibt mir aber nicht so viel dafür, aber 18 und 15 gibt er mir und du gibst mir vermutlich weniger. 15, 18, nee, okay, du gibst mir dasselbe. Aber brauche ich noch was vom Wolf? Ich weiß es nicht. Ich will lieber mit dir Geschäfte machen, Kumpel. Ich kann die Tür so nicht mehr lassen. Die kommen da so oder so rein. Ich muss da was hinmachen. Das bringt sonst nichts. Okay, das war eine richtige Albtraumnacht. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas unter meiner Tastatur langkrabbeln sehen, deswegen kurz Angst gehabt. Aber okay. Okay, es hat exakt dafür gereicht. Das heißt auf jeden Fall, dass ich jetzt mehr Holz mit reinnehmen muss. Habe ich meine Lampe reingepackt? Habe ich die hier wieder reingelegt? Ja, da ist die. So, das bedeutet, unten rechts ist dann jetzt ab sofort für... für Nächte vorbereiten. Das heißt, ich werde dann ab sofort früher wieder zurückkommen, um für die Nächte alles fertig zu machen, weil sonst... sonst wird das nichts. Deswegen habe ich auch, natürlich auch nicht mehr Ruf bei ihm bekommen, weil ich die Nacht gestorben bin. Das stand ja auch immer da. Für jede Nacht, die ich überlebe, bekomme ich erhöhten Ruf beim Händler. Das ist kacke. Ansonsten hat im normalen Schwierigkeitsgrad das Sterben in der Nacht keinen Nachteil. Außer, dass man halt Zeit spart und nicht die ganze Nacht durchmachen muss. Wenn man Anfang der Nacht stirbt, dann wacht man halt am nächsten Morgen wieder auf. Aber man hat halt Probleme mit dem Händler, bekommt man den Ruf nicht verbessert. Und das ist kacke, weil das brauche ich wirklich. Denn die Sachen zum Handeln sind nicht wirklich viel und krass.
dem anderen Hideout müssen wir ja auch nochmal vorbeischauen, wegen diesem Tipp, dass da unter dem Boden vielleicht irgendwas ist. Das muss ich mir unbedingt merken, das werde ich mir am besten gleich notieren. Denn diese Folge ist ja schon wieder am Ende angelangt. Ich muss mich mal irgendwie einen Plan machen, was ich das nächste Mal mache. Beim nächsten Mal gehe ich zum alten Hideout, gucke danach und ich gehe in den Schweinestall und will gucken, was da drin ist, weil das hörte sich ziemlich übel an da. Und ich werde mir einen besseren Plan machen müssen, wie ich die Nächte überlebe. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Darkwood hier auf Mutsam RP. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.